Hallo ihr Lieben, Video Nummer 80, das ist ja echt der Wahnsinn. Also es hat sich schon angedeutet, so in der Mitte dieser Reihe, dass ich das tatsächlich durchziehen würde, was ich mir am Anfang noch nicht vorstellen konnte, dass ich selber nicht müde werde von diesem Buch, aber es ist irgendwie auch ein Gütesiegel dieses Buchs, weil ich langweile mich sehr schnell und deswegen fange ich viele Dinge an und bringe oft Dinge nicht zu Ende. In diesem Fall ist das anders, also wir sind jetzt schon kurz vorm Ende des Buches. Es gibt noch viele, viele spannende Fragen, aber wir werden tatsächlich so ungefähr bei 100 Videos wohl rauskommen. Dies ist eben Video Nummer 80 und beginnt mit der Frage, die Frank Farrelly gestellt wurde. Sie sagen, dass in vielen traditionellen Therapeuten, also nicht provokativen Therapeuten heißt es, dass in vielen traditionellen Therapeuten ein provokativer Therapeut geradezu danach schreit, herausgelassen zu werden. Welche Faktoren gibt es, die Sie sehen, die einigen Therapeuten den Zugang zur provokativen Therapie versperren? Mal sehen, was Farrelly dazu gemeint hat zu diesem Zeitpunkt. Über die Jahre hinweg wurden mir viele Gründe klar, warum einige Therapeuten die provokative Therapie nicht als ihre Methode bei der Behandlung von Patienten und Klienten angenommen haben. Für einige gilt, sie unterscheiden sich einfach in ihrer Wahrnehmung von Menschen, menschlichem Verhalten und ihren Annahmen, wie sie Menschen verändern. Bei anderen ist es hauptsächlich ihr Training. Also bei manchen ist es so die Grundsicht auf den Menschen, die diesen Therapeuten den Weg verstellt. Den anderen wurde einfach eine bestimmte Sichtweise antrainiert, von der sie nicht mehr runterkommen können. Einige Menschen scheinen nie über ihr Training hinauszugehen und niemals über das, was ihnen beigebracht wurde. Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe eher den Eindruck, wenn Leute lang genug therapieren, also wenn sie jetzt eben nicht mehr Anfänger sind, nicht mehr die ersten Jahre, sondern lange, lange Therapiejahre hinter, verändert sich jeder. Also so eine intensive Praxis der Arbeit mit Menschen. Also es gibt den Mythos, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass nach einigen Jahren Therapeuten alle sehr ähnlich arbeiten, egal welches Grundtraining sie erfahren haben, egal ob sie am Anfang, was weiß ich, Psychoanalytiker waren oder eher Verhaltenstherapeuten oder noch ganz andere wilde Sachen gemacht haben. Es gibt ja mittlerweile so viel und Zusatzausbildungen und Weiterbildungen. Aber wenn du einen Therapeuten nimmst, der hat 30 Jahre Berufserfahrung und du nimmst einen anderen Therapeuten oder eine Therapeutin, die hat 30 Jahre, dann arbeiten die angeblich alle nicht ganz unähnlich. Diesen Mythos gibt es, ob er stimmt, weiß ich nicht. Aber ich habe nichts gegen diesen Mythos. Also sollte er stimmen, würde er sehr gut in meine Frames reinpassen. Also ich glaube einfach, die intensive Arbeit mit Menschen, egal in welchem Beruf, nicht nur als Therapeut, auch als Kundenbetreuer oder Vertriebler oder Personaler oder was auch immer, auch als Führungskraft oder als Pfleger oder als Arzt oder Lehrer oder was es nicht alles gibt, all diese Berufe, wo man also sehr, sehr viel mit Menschen arbeitet, verändern einen natürlich. Ich würde sogar sagen, vielleicht sogar noch etwas stärker als Nicht-Menschen-Berufe, wo man vor allem mit Dingen, mit Prozessen, mit Zahlen oder sonst irgendwas zu tun hat. Also Arbeit mit Menschen formt ganz gewaltig. Warum? Ist immer das Gleiche. Wir Menschen sind voreingestellt auf Interaktion mit anderen Menschen. Wir sind, also das ist halt sozusagen die Natur so gebaut, in Anführungszeichen, weil das halt sehr wichtig war, dass Menschen sich koordinieren konnten in einer damals noch feindseligeren Umwelt, also dass man die noch nicht so anthropozän geformt war, also noch nicht so vom Menschen kultiviert war, vom Menschen geformt war, wo wir die Welt noch nicht so im Griff hatten, war das sehr, sehr wichtig, dass die Menschen zusammenhielten und sich gut aufeinander einstellen konnten. Und deswegen hat uns die Natur so gebaut. Und diese Anlage haben wir auch heute noch. Sie ist die Basis unserer Gesellschaft, unserer Beziehungen, unseres Miteinanders. Sonst würde noch viel mehr schief gehen, als ohnehin schon schief geht. Also wir könnten ein noch sehr viel hässlicheres Leben haben, wenn wir nicht so grundsoziale Wesen wären. Und da wir so grundsoziale Wesen sind, bedeutet das für den Einzelnen, der jetzt einen Menschenberuf wählt, dass ihn natürlich die Menschen, mit denen er arbeitet, genauso zurückformen, wie er sie formt. Also es geht immer in beide Richtungen. Und da der Therapeut meistens mehr Zeit mit Therapie verbringt als die therapierten Menschen, ich meine, das ist sein Beruf, auch wenn du eine sehr intensive Therapie hast mit sehr vielen Terminen, ist es ja so, dass am Ende der Therapeut mehr Zeit im Therapiesetting verbringt als der Therapierte. Formt natürlich das therapeutische Setting die Menschen ganz gewaltig. Also die, egal wie sie arbeiten, es hat irgendwas passiert mit ihnen, egal ob auf der bewussten oder unbewussten Ebene, ich würde sagen meistens auf beiden. Und deswegen ist es also nicht zu erwarten, dass nach ein paar Jahren Arbeit oder auf jeden Fall nach ein paar Jahrzehnten in dem Beruf derjenige noch genauso arbeitet wie am Anfang, als er seine Grundausbildung erhalten hat als Therapeut. Das wäre sehr erstaunlich, wenn es so wäre, und insofern kann ich hier nur schwer mitgehen. Wenn Farrelly sagt, einige scheinen nie über ihr Training hinauszugehen und niemals über das, was ihnen beigebracht wurde. Nach meiner Erfahrung handelt es sich dann immer noch um Anfänger.
nur Anfänger klammern sich an die Regeln, die man ihnen beigebracht hat. Wenn man eine gewisse Souveränität hat, wirft man die Leiter weg, auf der man hochgestanden hat, auf der man hochgestiegen ist. Ganz klassisch. Wittgensteinisch. Von dem stammt, glaube ich, dieses Bild mit der Leiter. Wieder andere haben das angegeben, was man soziopolitische Gründe nennt. Zum Beispiel haben einige Psychiater offensichtlich Schwierigkeiten in dem Rollentausch. Das heißt, eine neue Art Therapie von einem Mitglied eines Berufsstandes zu lernen, den sie zu unterrichten gewohnt sind. Weil Ferrelli war ursprünglich Sozialarbeiter, also ein klassisches Statusproblem. Ich bin besser ausgebildet, ich bin better educated und deswegen kann mir jemand, der worse educated ist, nichts beibringen. Ein häufiger Fehler. Dazu kann man so viel sagen. Also ich zum Beispiel bin ein Fan von Schulsystemen, wo jüngere Schüler auch älteren Schülern was beibringen können. Ein großer Grund zum Beispiel, warum ich das Sudbury Valley School Modell für großartig halte, weil dort passiert das regelmäßig, dass jüngere Kinder älteren Kindern was beibringen. Und das ist eine Erfahrung, die für beide beteiligten Schüler sehr, sehr wertvoll ist. Diese Hierarchien, diese statischen Hierarchien, die wir oft in der Gesellschaft haben. Ne? Du bist weißt mehr als ich, du bist, hast einen höheren Status als ich, du stehst auf der Karriereleiter höher als ich, du stehst in der Bildungsleiter höher als ich und deswegen kannst du nichts von mir lernen. Das ist auf eine gewisse Weise albern. Ich hatte auch schon solche Coaches, an einen erinnere ich mich sehr lebendig, der hat gesagt, ich wurde schon mal gecoacht von einem Professor und wenn sie nicht Professor sind, können sie mir nichts beibringen. Ja, das war sehr lustig. Und also ich bin extrem, also das ist ein großes Problem bei mir, ich bin extrem anti-autoritär, also immer schon gewesen und bin es in beide Richtungen, sowohl wenn Leute versuchen aus mir eine Autorität zu machen, als auch wenn mir jemand sich als Autorität vorstellt oder vorgestellt wird, da gehe ich immer sofort dagegen und ich muss kurze Version auch einfach meine Erfahrung, vor allem im universitären Kontext, also mit Professoren, Doktoren und sehr angesehenen Persönlichkeiten des universitären Lebens war, dass alle wirklich nur mit Wasser kochen und dass eben auch Koryphäen auf ihrem Gebiet oft Fragen nicht beantworten können, die absolut naheliegend sind. Und das ist mir also sehr früh widerfahren, also eher am Anfang meines Studiums, dass ich das realisierte. Das hatte ich nicht erwartet. Also ich hatte erwartet, hier sind jetzt die Besten der Besten. Hier sind Leute, die Antworten haben und die also wirklich zumindest schon mal über die Frage nachgedacht haben, die ein Anfänger wie ich stellen kann. Und ich machte dann die Erfahrung regelmäßig, dass dem nicht so war. Und dann habe ich also sehr schnell meinen Respekt vor universitären Autoritäten aufgegeben, weil sozusagen es war halt oft nicht ganz so viel dahinter, wie der Titel versprochen hat, kurz gesagt. Und dafür waren andere Leute, die in der Hierarchie nicht so weit oben haben, aus meiner Sicht sehr viel substanzvoller. Also ich hatte mehrere universitäre Lehrer, die nicht C4-Professoren waren und nicht mal Professoren waren, von denen ich deutlich mehr lernen konnte als von manchem C4-Professor. Und neben mir hatte ich noch, damals war ich verheiratet, hatte ich eine Frau, die in ihrer Freizeit, sag ich mal, freundlich Leuten bei ihrer Doktorarbeit geholfen hat. Und da war sie auch selber noch im Grundstudium. Und das hat meinen Respekt vor Doktoren ganz erheblich geschmälert. Ja, ja. So war das damals, vor über 20 Jahren. So. Ein ortsansässiger Psychiater sagte: Ich bin wirklich an provokativer Therapie interessiert und würde gern diesen Zugang versuchen, aber ich möchte nicht als sein Schüler bekannt werden. Also ein wirkliches, echtes Statusproblem. Da merkt man, was für eine Blockade Status oft ist. Also wie sehr Status Informationsaustausch und Lernprozesse, die sehr produktiv wären, behindert. Also wer auch immer sich diese Fixierung von Statuspositionen ausgedacht hat, ne, also so wie im Militär mit diesen Rängen oder wie in der Kirche, ne, der liebe Gott, der Papst, die Kardinäle, die Bischöfe, die Pfarrer, die Laien, ne, also diese klassischen Hierarchieebenen, wie wir sie in der Kirche oder im Militär finden, wer auch immer sich das ausgedacht hat, hat keinen guten Job an der Menschheit gemacht, aus meiner Sicht. Einige Psychologen fragen nach dem ethischen Hintergrund und nach Forschungsergebnissen. Sie behaupten, obwohl provokative Therapie sich eigne, um mit Patienten zu arbeiten, wären die theoretischen Erklärungen und die Dokumentation der Forschungsergebnisse über die Veränderungen bei Patienten schwach. Das finde ich sehr interessant, deswegen, weil ich glaube, dass dieses Feedback überhaupt dieses ganze Buch motiviert hat. Also in vielen Teilen des Buchs sind Ferrelli und Brandsma, die dieses Buch verbrochen haben, in so einer Art Rechtfertigungsposition. Das finde ich sehr bemerkenswert vor dem Hintergrund, wie wirksam provokative Therapie ist. Also sozusagen, dass sich Leute für ihre erkennbaren Erfolge rechtfertigen müssen vor einer Community, denen diese Ergebnisse nicht ausreichen, lässt sehr tief blicken. Ja. Weil eigentlich
zu sagen, hey, ihr macht da was, es funktioniert, ist ja interessant. Und dann stattdessen irgendwelche toten Dokumentationen zu verlangen. Also ohne starke Übertreibung, das hat auch schon was ziemlich Krankes. Ja, wir sollten mal überlegen, ob Bürokratie vielleicht auch eine Störung ist nach ICD-10. Und dass auch Teile des wirklich, sag ich mal, ich liebe Wissenschaft, aber Teile dieses Wahnsinns, für alles einen wissenschaftlichen Nachweis zu wollen, nicht auch, zumindest mit einigen ICD-10-Störungen, engstens verbunden sind. Könnte man auch mal fragen. Ich bin ja da zum Beispiel der Meinung, dass man auch Philosophie in die dunkle Triade also aufnehmen sollte, also dieses Psychopathie, Narzissmus und Machiavellismus. Machiavellismus ist ja auch nicht als psychische Störung anerkannt. Und also eine dunkle Tetrade draus machen sollte. Dieser philosophische Geist, der keine Widersprüche duldet und der für alles eine Erklärung will, der alles analysieren will. Also ein Geist, der auch mich, vor allem mich selber, sehr stark beseelt, den als psychische Störung anzusehen und zwar als wirklich eine sehr desaströse, sehr destruktive psychische Störung. Da gibt es ein paar Anhaltspunkte, warum es nicht ganz unklug ist, Philosophie an sich als eine problematische Form, einen problematischen Geisteszustand anzusehen. Und das sage ich als Vollblutphilosoph, der ich bin. Ja. Ich beschmutze hier mein eigenes Nest, meine eigene Psyche. So. Für einige Sozialarbeiter stellt provokative Therapie einen Konflikt mit der nährenden Funktion des Sozialarbeiters dar. Eine Aufgabe, die sie sich bei der Arbeit mit wirklich armen Patienten antrainiert haben. Also das ist jetzt berufliches Training, also sozusagen eine Berufskrankheit von Sozialarbeitern. Wir kennen das so ein bisschen, ne, als Sozialpädagogen-Klischee, unterstützend zu sein, für alles Verständnis zu haben. Und naja, das ist zumindest an der Oberfläche nicht unbedingt die Haltung, mit der man als provokativer Therapeut rangeht. Und ja, da kann es zu ganz schönen Friktionen kommen im Hirn. Da kann es einem schon mal die Sicherungen raushauen. Provokative Therapie kann Krankenschwestern und Geistliche wirklich verletzen. Und sie kann so klingen, als würde man mit einem Griffel über die Tafel quietschen und gegen das Berufsbild des Helfers angehen. Obwohl aus meiner Sicht Frank Farrelly selber ein Vollbluthelfer selber war. Ein Mensch mit einem sehr, sehr, sehr starken Helfermotiv. Also insofern, auf dieser Ebene gibt es eigentlich wenig Grund, was gegen provokatives Arbeiten zu haben. Also ich würde eher sagen, Frank Farrelly hat die provokative Therapie erfunden, weil er wirklich helfen wollte, weil ihm Helfen wirklich wichtig war. Und vielleicht ist einigen Helferlein das Helfen nicht wichtig genug, um provokativ zu werden. So rum könnte man es nämlich auch drehen. Ist natürlich böse, aber eben nicht ganz falsch. Bei all den oben genannten wollen wir aber nicht andeuten, dass irgendwer, der nicht die provokative Therapie annimmt, ein Heretiker genannt werden soll und die Krätze hat oder eine hirnorganische Erkrankung. Ja, also ich bin da schon manchmal geneigt, aber ich kann verstehen, dass Frank Farrelly dort weiser war als ich. Damit geht es mir sehr gut, dass der Meister selber da sehr viel entspannter war, als ich es bin. Aber im Innersten unseres Herzens wissen wir, sie liegen falsch. Sehr schön. Es ist unser ganz bescheidener Glaube, heute provokative Therapie, morgen die ganze Welt. Hier steht morgen die Welt, aber im Deutschen kennt man das eher so. Genau. Also Frank Farrelly hat jetzt in diesem kurzen Absatz, den ich gerade gelesen habe, ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber 5, 6, 7, 8 Gründe genannt, warum Menschen Schwierigkeiten haben, sich auf die provokative Therapie einzulassen und sie anzunehmen oder sie in ihr Verhaltensrepertoire mit aufzunehmen, als ein weiterer Baustein, als ein weiteres Tool im Toolkit, im persönlichen Toolkit. Von einem anderen Standpunkt, sagt er jetzt hier weiter, von einem anderen Standpunkt aus mag ein Therapeut provokative Therapie nicht im strengen Sinne als seine eigene Art, mit Klienten und Patienten zu arbeiten, angenommen haben. Dennoch habe ich über die Jahre eine sehr starke Rückmeldung von über 100 Klinikern und anderen Menschen bekommen, die mir sagten, dass die Art, wie ich Therapie mache, ihren Zugang zu den Patienten verändert und ihnen in vielen Fällen geholfen hätte. Also er bekam Zuspruch, positives Feedback aus dem klinischen Feld. Auch. Ne, so kann man es sagen. Auch positives Feedback, nicht nur negatives Feedback. Zitat: Ich sehe Patienten und Klienten nicht länger als so zerbrechlich und schwach an. Und wissen Sie, sie antworten wirklich auf meinen Versuch, sie humorvoll auf die Schippe zu nehmen. Und wieder andere haben gesagt, ich kann jetzt auch in den Gesprächen mit dem Patienten lachen. Das habe ich nicht gewagt, bevor ich sie ihre Therapie ausführen sah. Ne, also es hat einige Leute aufgelockert, ihnen zu denken gegeben, ihr eigenes Verhaltensrepertoire erweitert, als sie gesehen haben, ach, sehr spannend, was man alles Verrücktes machen kann mit Patienten, die halt Hilfe brauchen. Andere berichten, nachdem sie von der provokativen Therapie gehört hätten,
hatten, sie hätten einen Frank Farrelly auf die Patienten angesetzt und sich nicht dem Glauben hingegeben, dass die Patienten völlig hilf- und hoffnungslos werden. Also nach der Devise, was würde Frank Farrelly hier tun? Einen kleinen inneren Frank Farrelly entwickeln, obwohl es eben auch sehr viele andere Arten gibt, das Provokative anzuwenden, als nur die Art und Weise, wie es Farrelly selber gemacht haben. Also im Institut für Provokative Systemarbeit hier in Deutschland, wo es hier in Deutschland gelehrt wird, wird sehr auch betont, dass jeder seinen eigenen Stil im Provokativen entwickeln kann und dass das auch sehr weit weg von dem sein kann, wie konkret Frank Farrelly gearbeitet hat. Also es gibt viele, viele Arten, provokativ zu arbeiten. Und natürlich sollten sie ein Stück weit getragen sein von der eigenen Persönlichkeit, von den eigenen Werten, von den eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die halt auch bei jedem Menschen anders sind, ne? Also gibt es große Unterschiede. Zwei Ärzte zum Beispiel, die ab und zu provokative Elemente in ihre Arbeit mit Patienten aufnehmen, werden das sehr unterschiedlich tun, je nach Vorerfahrung, Persönlichkeit, Temperament und noch anderen Dingen. Ne? Oder auch Therapeuten, Sozialarbeiter, Coaches, Berater, alle möglichen Leute, die provokativ arbeiten. Jetzt sehen sie ihre Patienten viel eher in der Lage, Arbeit, Beziehungen und Leben zu organisieren, also erleben größere Wirksamkeit in ihrer Arbeit mit Menschen. Als Beweis, dass sich die Patienten zu verändern beginnen, sehen die Therapeuten, dass sich manchmal ihre eigenen Erwartungen in Bezug auf die Patienten ändern. Wiederum andere haben mir erzählt, dass sie sich jetzt auf schwierige Aufgaben mit Patienten viel schneller einlassen können, also dass sie weniger gehemmt sind, kurz gesagt. Also auch weniger Scheu haben, weniger Respekt vor den großen, großen Problemen, mit denen manche Menschen zu einem kommen. Sie können jetzt mit unterschiedlichen Patienten arbeiten, fühlen sich frei, ihr eigenes Verhaltensrepertoire zu erweitern, sind viel offener und ehrlicher mit ihren Patienten, was natürlich auf den Vertrauensaufbau sich auswirkt. Und das ist eine positive Rückkopplungsschleife. Also ich bin offener und ehrlicher und direkter mit dem Patienten. Daraufhin wächst dessen Vertrauen schneller zu mir. Und auf einer dickeren Vertrauensbasis, wenn diese Vertrauensbrücke fester gebaut ist, weil ich das ermöglicht habe durch meine Ehrlichkeit, ist es halt so, dann wird wieder anderes möglich. Dann werden wieder andere Interventionen möglich, die ich gar nicht hätte bringen können, wenn mir kein Vertrauen entgegengebracht würde, was ich aber dadurch getriggert habe, dass ich halt durch provokatives Arbeiten ehrlicher und direkter geworden bin. Und insofern entsteht da eine sehr starke positive Rückkopplungsschleife, die sich selber positiv verstärkt. Und das ist ein wunderbarer Effekt. Ich lese nochmal, sie sind viel offener und ehrlicher mit ihren Patienten und bringen jetzt Geschichten über Patienten ein, die sie von anderen gehört haben, Teammitgliedern, Familien, fremden Patienten, natürlich anonymisiert, und ebenso ihre eigenen Reaktionen. Also sie brechen dieses hermetische Beziehungssystem, Klient, Therapeut oder Kunde, Coach oder was auch immer auf. Ja, also beziehen sehr viel mehr mit ein, nutzen sehr viel mehr Möglichkeiten. Einige andere haben mir erzählt, dass sie statt ihre eigenen Gegenübertragungsreaktionen auf ihre Patienten zu fürchten und sich vor ihnen zu ängstigen, das hat man eben mal gemacht, als man noch stärker von Freud herkam, dann gab es immer die große, große Angst vor der Gegenübertragung. Und statt jetzt eben Angst zu haben vor der Gegenübertragung, sie jetzt diese Reaktionen als sinnvoll und vernünftig ansehen würden, nach der Devise, vielleicht ist das ja gar keine Gegenübertragung, vielleicht ist das ein realistisches Verhalten diesem Patienten gegenüber auf der Grundlage des Verhaltens, das er halt an den Tag legt. Vielleicht bin ich ja gar nicht so verrückt, wie ich dachte. Vielleicht reagiere ich einfach nur natürlich auf den anderen, könnte ja sein. Andere haben gesagt, was die provokative Therapie ihnen gegeben hat und sie umgekehrt ihren Patienten wirklich Hoffnung geben könnten, sodass sie jetzt glauben, dass wenn Patienten es in der Hand haben, eine Botschaft darüber zu geben, wie ihr Problem aussieht, sie dann diese Botschaft auch durch verändertes Verhalten auflösen und so ihr ganzes Leben anders gestalten können. Das habe ich jetzt in dem Tempo, in dem ich es gelesen habe, selber nur halb verstanden. Ich lese es nochmal. Andere haben gesagt, was die provokative Therapie ihnen gegeben hat und sie umgekehrt ihren Patienten wirklich Hoffnung geben können, komischer Satz, wahrscheinlich komisch übersetzt, sodass sie jetzt glauben, dass, wenn Patienten es in der Hand haben, eine Botschaft darüber zu geben, wie ihr Problem aussieht, sie dann diese Botschaft auch durch verändertes Verhalten auflösen und so ihr ganzes Leben anders gestalten können. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich klammere das mal aus. Also, Kurzversion zu diesem Abschnitt, denn hier endet er. Es gibt viele, viele Gründe für viele, viele Menschen, nicht provokativ zu arbeiten, sich nicht auf provokative Formen der Arbeit mit Menschen einzulassen. Und wie kann man sagen, das ist doch wunderbar. Also, ich stehe nicht auf dem Standpunkt, dass jeder provokatives Arbeiten lernen müsste, der mit Menschen arbeitet. Auch wenn das manchmal vielleicht anders klingt in dieser Reihe. Auf irgendeiner Ebene glaube ich das nicht. Aber ich glaube, dass es vielen Menschen helfen könnte oder hilfreich wäre oder zumindest als eine weitere Facette in der Arbeitsweise
doch hilft vor allem, ich glaube, so wenn ich jetzt also eher aus mir heraus spreche, wie es bei mir war, es kann helfen, ein Stück weit Beziehungsvermeidung aufzulösen, weil gerade wenn man provokativ arbeitet, kann man sich sehr viel mehr, sehr viel tiefer, sehr viel dauerhafter auf Menschen einlassen, als wenn man es nicht tut. Also zumindest bei mir war das so. Also es hat nicht nur das Spektrum, wie ich arbeite, erweitert, sondern auch meine Fähigkeit, eben mit bestimmten Menschen überhaupt in Beziehung bleiben zu können, mit denen ich das sonst nicht könnte. Also ich erlebe das Provokative als extrem beziehungsförderlich auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Und ich als ein Mensch, der eigentlich ursprünglich wirklich sehr, 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 sehr beziehungsrestrigiert war, also sehr begrenzt war in seinen Beziehungsfähigkeiten, war für diese Erweiterung extrem dankbar. Also in meinem Beruf hat das mir sehr geholfen und auch in meinem Privatleben, in meinem sogenannten, in meinem persönlichen Leben mit meinen persönlichen Nahbeziehungen, Partnerschaft, Vaterschaft, Freundschaften, Beziehungen zu einigen Kollegen, hat mir sehr geholfen, dass ich über das Provokative verfüge als eine weitere Facette im Repertoire, zumindest im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten. So, so viel aus dem Nähkästchen geplaudert und ja, im nächsten Video geht es da weiter mit folgender Frage. Wie lässt sich provokative Therapie mit klientenzentrierter Therapie vergleichen, also aus der sie ja hervorgegangen ist indirekt, also mit der Arbeit von Carl Rogers, in Teilen auch von Leuten wie Thomas Gordon oder Marshall Rosenberg. Ne? Also wie verhält sich provokative Therapie dazu, zu dieser Ecke, aus der sie ursprünglich kommt? Sehr spannende Frage, zumindest für Therapiegeschichtler. Vielleicht auch für Therapietheoretiker und vielleicht auch sogar für Therapiepraktiker. Das weiß ich noch nicht, weil ich die Antwort bei den ersten beiden Malen, wo ich das Buch gelesen habe, schon wieder vergessen habe. Also ich bin selber gespannt, was da kommt. Ceterum censeo, Demokratia esse sotienda.